Mit Grimm erzählen wir die Geschichte von Rotkäppchen neu und auch weiter. Rotkäppchen ist inzwischen erwachsen geworden. Rotkäppchen lernt auch die Liebe kennen und Rotkäppchen wird auch mutig. Die Dorfbewohner haben vorher zu ihr gesagt, geh nicht in den Wald, der Wald ist gefährlich. Dort gibt es ganz gefährliche Tiere, auch den bösen Wolf. Und natürlich ist sie neugierig und abenteuerlustig und geht in den Wald und merkt, der Wolf ist gar nicht so böse und verliebt sich sogar in den Wolf. Sei ein Wolf, heißt du bist immer ehrlich. Sei ein Wolf, heißt du nur, was du willst. Sei ein Wolf, heißt klar bist du gefährlich. Aber doch nur, wenn du dich hochhältst. Also was wirklich Spaß macht bei Grimm, ist die Musik. Thomas Taufke hat das wirklich sehr gekonnt, sehr abwechslungsreich. Auch sehr unterhaltsam. Es ist eine ganz tolle Mischung. Es sind ganz viele verschiedene Formen, die er verpackt hat. Und natürlich die Geschichte macht Spaß. So viele singende Tiere, auf einmal finden sie in keinem anderen Stück. Das Tolle an der Musik ist, jede Nummer hat eine sehr charakteristische Form dafür, was auf der Bühne passiert. Es gibt zwischen zwei Schweinen einen Schwein-Gehabt-Walzer. Das ist natürlich ein Walzer, um diesen Glücksmoment aufzugreifen. Zusammengehalten wird das aber sehr clever durch verschiedene Motive, die immer wiederkehren. Zum Beispiel das Wolfsgeheul oder auch dieses Märchenerzählungsmotiv, das ist so eine barocke Sequenz, die einen immer so einen roten Faden durch die Musik gibt. Tiere spielen Wut in der Stadt, jetzt ist die Glut hinweg, ist die Wut geweckt, und das nur aus einem Grund. Ich hab Blut geleckt. Oh nein! Im Grimm geht's um ganz viele verschiedene Lebensentwürfe, die die verschiedenen Tiere entwickeln. Und im Laufe des Stücks bekommen auch ganz viele die Chance, ihren Lebensentwurf auszuleben. Ganz viele gewinnen Mut, den zu leben, auch wenn am Ende, und das finde ich aber ganz schön, es nicht so ein glattes Happy End gibt, sondern dass immer noch die Aussage ist, es muss noch weiter daran gearbeitet werden, dass alle glücklich werden können. Nicht jede Geschichte.